Willkommen zu einem weiteren Fun-Sonntag. Heute spielen wir Rivals of Aether. Ist ein Indie-Game von Dan Furness und ist eigentlich, wenn man so will, Super Smash Bros. Als Computerspiel in irgendwie cool. Also, Smash Bros. Ist natürlich auch cool, aber ich finde das auch nochmal cooler oder auch sehr cool, sagen wir so. Und ja, ist auf jeden Fall ein nettes Game. Und wir spielen heute einfach mal ein paar Runden. Ich spiele es einfach mal gegen eine CPU. Ich mache mal eine Neuner. Ich habe noch nie gegen eine Neuner gespielt. Und ja, doch, ich will Setup Burn spielen, auch wenn ich seine Moves gerade noch nicht ganz kenne. Und wir fangen einfach mal an. Oh Gott, ist das laut. Oh, hat geblockt. Zack, so. Kurze Erklärung, was ich da gerade getan habe, weil es gerade ein bisschen schnell ist. Setup Burn, der Charakter, den ich habe, der kann ja hier Feuer verursachen, sieht man ja. Und es ist wie ein Smash, es gibt Smash-Angriffe. Und wenn ein Smash-Angriff von Setup Burn einen brennenden Gegner trifft, dann ist der ungefähr doppelt so stark. Und damit habe ich gerade den Gegner besiegt. Der Gegner ist Crack, das ist eigentlich ein langsamer, starker Charakter, der lang überlebt. Und wenn man bedenkt, mit wie wenig Prozent der eigentlich gerade gestorben ist, dann zeigt das, wie stark der Effekt ist. Noch ein paar kleinere Erklärungen. Es gibt in Rivals of Aether kein Edge-Game, also man kann sich nicht an die Kante hängen. Dafür sind die Rettungen meistens ein bisschen stärker und es gibt keinen echten Schild. Dadurch wird das ganze Spiel aggressiver. Dafür gibt es einen Wave Dash. Also hier, zack. Und es gibt natürlich Rollen. Falsche Richtung. Aber da ist ein Jab. Dann zünden wir ihn an und drauf. Upsala. Und da hat er gerade pariert. Parieren ist das Einzige, was es gibt. Also, parieren ist so ähnlich wie... Oh, da hat er eine gute Kombo mit seinem Ding hingelegt, mit seinem Stein. Parieren ist das Einzige, was es gibt. Parieren ist sowas wie ein Spot-Dodge. Und wenn man das schafft, einen Angriff zu parieren, dann ist der Gegner kurz gelähmt. So zum Beispiel. Jetzt war ich gerade gelähmt. Und er brennt nicht. Dafür brennt er jetzt. Und der Upsmash hat nicht getroffen, da hat er pariert. Da hat er wieder pariert. Ja, und... es gibt die Eye, aber da war ich nicht gut genug darin. So, ich wollte mal den Stein da loswerden. Und... So. Ja, und es gibt einen Dash Dance, aber den kann ich natürlich nicht so gut. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit andere Angriffe machen, aber egal, den zum Beispiel. Oh, das hat getötet. Bis auf die Feuerbälle ist Setup Burn so ein bisschen Fox inspiriert. Also aus Smash 4 zum Beispiel. Also Combo-Game kann ich noch nicht, wie man sieht, aber ich kann töten. Upsala. Und man kann natürlich auch tacken. Und sollte es auch in vielen Fällen. Zünden wir mal hier an. Jetzt ist er nämlich ins Feuer rein. Oh Gott. Einmal anzünden, wenn es klappt. Nee, klappt nicht. Aber da habe ich angezündet. Und und man kann theoretisch sich retten, aber ich habe meine Tastaturbelegung schlecht eingestellt. Meine Keyboard, Gamepad, wie auch immer. Meine Steuerungsoptionen sind nicht so optimal. Das war da gerade das Problem. Er hat geblockt. Okay, den kann man aufladen. Stimmt, da war was. Und tot. Also dafür, dass es eine 9er CPU war, ging das eigentlich. Ich muss mal gucken wegen der Steuerung. Also die Steuerung ist eigentlich gerade so, wie ich es vom 3DS und von Wii U gewohnt bin, wenn ich... mit dem Gamepad-Spiel,
Natürlich nicht die Steuerung wie auf dem GameCube-Controller, weil lässt sich schlecht mappen, so ein GameCube-Controller auf die Tasten, aber geht soweit. Die Charaktere sind alle ganz grundverschieden, ähnlich wie bei Smash. Wir haben jemanden, der kann so ein bisschen Ice Climbers spielen und also einen Doppelgänger erzeugen. Wir haben den Fox, den haben wir gerade gesehen. Craig haben wir als Gegner gehabt, der kann eigentlich auch ganz effektiv sein. Das ist einer, der kämpft mit Seil und Fesselungen. Der kann sich ein bisschen teleportieren. Und der ist ganz besonders hier, der Restor. Der hat nämlich auf dem Boden keine Smash-Angriffe, aber in der Luft. Und hat einen Skill, mit dem er seine Luftsteuerung und Schnelligkeit verbessern kann. So, ich wollte mal hier den hier ein bisschen ausprobieren. Oh, ich habe den Gegner gleich getroffen, das ist schön. Oh, ich wurde pariert. Wir haben jetzt den Gegner, der sich hier doppeln kann. Und, ouch, da habe ich nicht reagiert. Das Besondere hier bei dem Charakter ist, ich kann den Gegner eben mit diesem Blatt treffen. Und wenn ich jetzt mit einem Smash-Angriff treffe, dann ist es so, dass der Gegner gefesselt wird, wo er gerade ist, und ich kann halt ein Kombo nachsetzen. Aber was ich auch machen muss, ist beachten, lass mich doch erklären. Wenn ich einen Abi verwende, müsste ich eigentlich zu ihm teleportiert werden. Aber das passiert irgendwie nicht. So, er hat glaube ich seinen Schein aufgeladen. Also der hat auch so einen Schein. So einen. Aua. Back Air. Botch. Und ich kann eine Ranke auf den Boden setzen, die den Gegner dann auch fesseln kann. So zum Beispiel. Ah, und er hat pariert. Da habe ich zu lange aufgeladen. Da ging der Wave Dash nicht. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie dem seine Recovery funktioniert. Und der Gegner hat seinen ganzen Ding auf die ganze Stage verraucht. So, ein bisschen Dash Dance, ein bisschen Foxtrotten, dann Wave Dash. Und ist den Klon bis weggekriegt. Da ist wieder neuer. So, zack. Und, ah, fuck, zu langsam. Ich muss schneller rankommen. Und ich muss mal wissen, wie die Recovery funktioniert. Moment. Also. Das war nicht so gut. Aua. Und man kann natürlich die ein, aber da bin ich auch noch nicht so gut. So, da habe ich gerade einen Wall Jump zum Glück hingekriegt. Natürlich, es gibt, weil man ja Wave Dashen kann, gibt es einen Air Dodge in die Luft, und die Rolle funktioniert nicht so, wie ich sie von Smash kenne. Ne, mit dem kann ich mich nicht recovern. Also ich mache einen Sprung nach oben, aber das war's. Jetzt hör mal auf, die ganze Stage zu verrauchen. Das macht keinen Sinn, finde ich. Warum habe ich gerade in die Richtung angegriffen, die ich angegriffen habe? Ich weiß es nicht. So, da haben wir wieder einen Smash getroffen. Jetzt einmal, zweimal. Das hat gereicht. Ja, wir sind jetzt von den Prozenten her hinten dran. Jetzt kommt's drauf an. Das Schöne ist, dass ich immer weiß, welches der echte ist und welches der Doppelgänger. Das hilft natürlich nicht, wenn ich einfach von beiden die ganze Zeit angegriffen werde und nichts treffe. Komm her, hier ist meine Pflanze. Alter, kam der da schnell raus. Eigentlich will man immer den. Ah, jetzt konnte ich es machen. Okay, wie auch immer ich das jetzt getan habe.
Und da habe ich nicht reagiert. Er muss sich zum Recovern auf diese Position teleportieren anscheinend. Damit konnte ich ihn besiegen. Also die Charaktere sind grundsätzlich unterschiedlich, wie man sieht. Das ist ganz spannend und ganz spaßig, weil man damit auch nicht unbedingt weiß, was einen erwartet, wenn man einen Charakter spielt und wenn man gegen einen Charakter spielt. So. Spielen wir mal mit Crack. Der Hard-Hitter, langsamer Charakter. Ach, Fakte. Und das gegen den Teleport-Gegner. Aua, die Blasen tun weh, aber ich habe so eine coole... Machen wir mal. Neue Säule. Zack. Stein werfen und Angriff. Und... Ah, falsche Richtung. Das muss man immer bedenken, das sind 900 CPUs gerade. Okay, das war ein Fehler von ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Muss immer aufpassen, wo teleportiert er sich hin, wo kann er sich hin teleportieren gerade. Random Forward Smash. Ah, es hat getötet. Ich habe gedacht, dass er sich vielleicht noch teleportiert. So, da wollte ich eigentlich einen Wurf machen. Das war nicht schlecht. Das auch nicht. Da hat er gerade meinen Felsen gegen mich verwendet. Da habe ich getaggt. Man kann es also tatsächlich. Da hat er mich verfolgt. Da hat er mich geblockt. Autsch. Uppercut. Das ist die Crack-Kombo, die sogenannte. wenn der Gegner irgendwas macht, die einen angreifen, wie auch immer, dann hat die keine Chance, der Angriff. Wenn er nichts macht, dann kann ich ihn down smashen. Okay. Zweiter Stock weg. Boah, Gott, ich konnte mich retten. Okay, ich konnte den Doppelsprung irgendwie verwenden oder so. Hep. Und ich bin auf der Stage. Es ist halt, Crack hat mit seiner Plattform, die er sich erzeugen kann, eine recht starke Recovery. Nur wenn man den falschen Knopf drückt, dann natürlich nicht. Und dass der dritte Schlag anscheinend zu schwach ist, oder zu langsam, also der kann aus dem Combo einfach den... Also ich habe drei Schläge in meinem Chat und den dritten kann er einfach abwehren. Indem er wegrollt. Falscher Knopf. Wow. Upsmash. Ah. Geblockt. Na, und ich kann natürlich nicht blocken, das klappt einfach nicht. Aber der Downsmash tötet nicht. Irgendwie hat mit was anderem gerechnet. Und wieder falscher Knopf. Ich drücke gerade den falschen Knopf. Das ist doof. Deswegen probieren wir das Ganze nochmal. Oh Gott. Crack ist eigentlich ganz cool. Vor allem auch hier. Zack. Da mit dem Geschoss kann man einfach auch mal ganz effektiv Gegner abwehren. Und da wollte ich jetzt eigentlich pullen. Rums. Geschoss-Kombo. Ich hau den Gegner in die Wand, oder versuch's zumindest. Kann jetzt natürlich kein zweites Geschoss machen, während eins auf der Plattform steht. Und falscher Knopf. Zack. Okay, er hat's nicht geschafft. Doch, er hat's geschafft. Gleich wieder weg. Okay. Diese Random Forward Smashes sind halt auch recht effektiv manchmal. Ich muss mich an meine Steuerung gewöhnen. Wisst ihr, ich mache meine Steuerung rein.
und schaff's nicht. Ich wollte echt auch einen Upsmash machen. So, jetzt. Geblockt. Dash Attack. Getaggt. Das Problem bei der Plattform, die ich mir hier erzeuge, ist, wenn... Autsch, da hat sich rein teleportiert. Wenn die zerstört wird und jemand steht drauf, dann... Ups, falsche Taste wieder mal. Ich sag's immer wieder, ich weiß, ne? Wenn die zerstört wird, wenn jemand drauf steht, dann kommt er in den Freifallmodus, was natürlich absolut schlecht ist. Sehr klar. Ah, puh, falscher Smash. Mit einem Down oder einem Forward-Smash hätte ich ihn wahrscheinlich sogar töten können. Ja, da hat man es gesehen. Ein Air-Dodge reicht aus, dass dieser Angriff, diese Combo nichts bringt. Also ich mein Down-Special. Ach, das ist mein Down-Special, natürlich. Hat er ja vorhin auch damit getroffen. So. War's das? Nein, war nicht. Ah, und da habe ich gedacht, ich komme ihm entgegen und setze mir eine Plattform. Jetzt wird's noch heiß. Falsche Richtung. Und ich habe ihn. Puh, Plattform Down Smash ist eine nette Combo, muss aber auch treffen. Wenn ich bedenke, dass es 900 CPU sind, ist gar nicht so blöd, aber jetzt versuchen wir mal was. Ich habe gar keine Ahnung von dem Spiel. Aber wir versuchen es mal. Am ehesten kann ich noch einen Crack. Und wir spielen gegen Remington Morris. Oh ne, der fängt natürlich gleich so an. Block zu früh und treff damit nichts. Ja, und der nimmt mich auseinander. Moment, meine Steuerung ist nicht da. Meine Steuerung ist nicht da. Das kann ich aufgeben. Moment. Ich muss aufgeben, meine Steuerung ist nicht da. Das bringt's nicht. Ich kann keine Special-Angriffe machen gerade. Wollte BBG sein. So, jetzt. Ja. Hä? Wie ist das Timing von... Also, ich habe keine Ahnung von dem Timing. Und ich wollte eigentlich ein Up-Special machen und kein Side-Special. Naja, wenn's Spiel meint. Also ich habe den Gegner einmal getroffen. Und das war mit einem Noob-Angriff und das war auch dumm. So. Ja, er taunted natürlich. Komm, machen wir mal mit. Wenn man das trifft. Das hätte nicht treffen dürfen eigentlich. Das auch nicht. Und da hätte ich was Besseres draus machen können. Sowas zum Beispiel. Das war jetzt der Random Stock, der ihn ärgern wird. Und ich treffe die Parade nicht. Ich treffe gar nichts. Also das sieht man, online habe ich noch keine Ahnung. Von online, also online kann ich es noch vergessen zu spielen. Ich muss einfach noch üben. Da haben wir gerade aber Restor gesehen, der eben, wie gesagt, in der Luft smasht und nicht auf dem Boden. Wir üben einfach mal Crack weiter. Vielleicht drücke ich dann nochmal die richtigen Knöpfe. Gegen eine CPU, Level 9 und zwar mit meiner Steuerung. Wenn ihr euch fragt, warum BBG, kann ich euch erklären. Bald Bearded Guy. Habe ich mir mal irgendwann überlegt. Aua. Warum schon wieder ein Restor? Ich habe doch
gerade mich gegen einen Resto aufgeregt. Was ich cool finde in dem Game, im Vergleich zu Melee, man kann alle Angriffe, also wenn man einen Chap macht, kann man daraus jeden normalen Richtungsangriff machen. Hört, kann er mal aufhören mit seinem scheiß Teil? Hat er wieder geblockt. Da habe ich eigentlich auch was anderes eingegeben, aber egal. Da habe ich in die andere Richtung gucken wollen, logischerweise. So, Restor kann ein bisschen Meta Knight-Angriffe. Sowas zum Beispiel hier, den Tornado. Was ihn in den Freefall-Modus gebracht hat. So, da kann ich mich jetzt ausnahmsweise mal wirklich retten mit dem Rettungsangriff. Oh Mann. Random Down Smash. Einfach so aus dem Nichts. Ja klar, warum nicht? Also man kann theoretisch Jab, Jab, Up Smash machen. Hab nicht reagiert. Ah, das war gar nicht so blöd dann, aber trotzdem. Das war doof. Ja, und da auch. Ich wollte eigentlich ein Up-Special machen. Sowas. Oh, Tech Chase. Ey! Wow, da hat er meine Wand ausgenutzt, die ich ihm gebaut habe. Und da habe ich auch mal das Falsche aufgeladen. Ich versuche gerade auch ein bisschen die Wave Dashes und sowas. Aua! Der ist halt dieser, in diesem Luftstrom ist Restor schneller. Und das ist natürlich ein Problem, weil Restor ist mir zu schnell. Okay, da hat man gehört, meine Säule kam raus. Oh, da hat er mich gekillt. Ey, dieser Tornado, ne? Muss mal meinen Stein loswerden. So zum Beispiel. Und dann ihn. Da hat er meinen Stein, meine Plattform wieder mal ausgenutzt. Oh Mann. Das war ein Back Air. Und da hat er auch die Position vom... die Position von der Mauer ausnutzen können, um mich fertig zu machen. Okay, da wollte er, glaube ich, einen Smash aufladen. Meiner war schneller. Warum war Crack schneller? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, das war es aber auch schon für einen Einblick. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, alle Charaktere gesehen, entweder selbst gespielt oder von dem CPU. Ja. Solange ich nicht gut spielen kann, brauche ich den Online-Modus nicht gehen. Und solange ich den Online-Modus nicht gehe, brauche ich auch nicht viel länger aufnehmen. Deswegen beende ich die Folge, wie gesagt, jetzt schon. Wenn es euch trotz allem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Meldet euch mal, wenn ihr Tipps habt und wenn ihr mal zocken wollt, wenn ihr das Game selber habt, weil eigentlich ist es ganz cool. Lasst also in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss.